So, dann herzlich willkommen zurück, Ladies and Gentlemen, auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Mordors Schatten. Wir haben ja jetzt unsere Festung zurückerobert. Aber Ratback da hinten scheint Probleme zu haben. Gehen wir hin. Reiten oder laufen? Wir laufen. Reiten oder laufen ist relativ. Obwohl. Ich liebe die Orks. Hier im Game. Ja, wenn man sich mal hinsetzt und das mal ganz genau betrachtet, dann sieht man nicht, was die hier machen. Der zum Beispiel hier, der kocht, der putzelt. Er stinkt schon so förmlich. Das sieht schon so grünlich aus, würde ich nicht essen wollen. Ja, aber ist okay. Lass mal schauen, was haben wir denn jetzt eigentlich für eine Festung? So machen wir, oder? Diese ganze Festung, alles meine Orks. Ja, vermisst die Leichen, die da früher drüben. Ich meine, jetzt machen wir ein bisschen Leveln. Ist ja alles dufter. Ausrüstung steht jetzt auf dem Programm. Aber vor allen Dingen auch, muss man sagen, Informationen. Oh, hier ist irgendwas. Lord Cutter? Mithril? Nein? So, ich glaube, das ist der Marauder-Stamm. Von dieser Festung her. Sieht für mich zumindest dann aus. Ja, Marauder. Das sind so Typen, die machen halt, was sie wollen. Wir haben unterwegs einen sehen, niemand mit. Zum Beispiel hier. Information. Das sind keine Orks, die zu mir gehören. Genau, Geräusche. So, was haben wir denn? Level 13 ist ja lächerlich. Das ist doch nicht. So, der sieht mich nicht, weil zu spät. Information da vorne. Wie gefällt mir bisher am besten? Level 17, Asbur, der Verrückteste. Ah, verrückt ist gut. Können wir holen. So, als Leibwache so einstellen. Damit meine Jungs da draußen ein bisschen überleben. Ja, können wir gleich reiten. Wird jetzt genug gelaufen. Immerhin. Bruce lebt ja noch. Ob ich Bruce wiederhole? Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht. Der muss hier irgendwann auftauchen, der Bruce. Und wenn er auftaucht, dann müsste ich hier eine mitgeben. Erstmal mitten durch die Höhle hier. Spinnen. Mach mal so die Herausforderung. Hier möchte jemand was vom Kriegsbrüderstamm. Kriegsbündnisstamm. Mach mal ein Blatt. Gibt Ausrüstung. Ja, damit. Ah, wird das ein Viererkampf? Wieso verrätst du uns? Wieso machen alle deine Jungs dasselbe? Dämliche Trottel! Guck dir deine Orks an! Siehst du die Angst in ihren Gesichtern nicht? Sie wissen, was kommt. Und es kommt jetzt! Eins, zwei, drei, vier. Da ist einer, der ist völlig unbekannt, Level 15. Sogar. Der Donnerer, aha. Level 36, Level 29. 29 würde ich gerne haben wollen. Und der Rest muss gekillt werden. Auf Level 29 habe ich sie abgesehen. Der Rest kann sterben, das ist mir leider. Entzirnt durch tödliche Wunde, krimmt der Rabe. Entzirnt durch Blutausch. Der Rabe ist down. Ich habe sie gerade selbst mit dem Karagor zu tun. Level 21, ne? Der ist nicht zu gering. Ich bin zu schnell für dich. Noch mal ein weniger. Fronk hat den Level 15 platt gemacht. Macht ja nichts, leben ja noch ein paar. Ah, das hier muss so fies gegenhauen. Einfrieren. Klappt.
Angegiftet. Auftrag abgeschlossen. Die sind aber noch da, die Jungs. Gibt 1000 Geld. Die machen Blatt hier. Level 32, Level 29. Beschusssicher. Was sollte das denn? Ich wollte nur Hallo sagen. Ach ja! Wir hassen einander. Echt schöne Ohren! Ich schneide sie dir ab und fädle sie auf! Mist, das sind zwei? Drei. Hier wird's langweilig! Er brennt. Der Kampf soll jetzt enden? Wo es gerade interessant wurde? Nicht mit mir! Ja, trotzdem tot, das ist schlecht für mich. Okay, ich mal ganz kurz Heilung. Ich hab da was gesehen. Hat er versucht mich anzugiften? Wir holen uns mal schnell Verstärken rein. Level 17. Mein Wächter, naja. Oh oh. Oh oh. Nee, 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 hör auf damit. Der macht mich, der macht mich, er macht mich, er macht mich. Nicht. Pfeile, ganz schnell, denn sind wir hier. Er wehrt sich. Oh, wir hatten ihn doch gehabt. Vergiftet. Jetzt aber gibt's keine Chance. Es waren zu viele. Es waren zu viele. Verdammt. Schlechter Einsatz. Du bist deinem Ruf nicht gerecht. Dich zu töten war leicht. Okay, einer ist ja okay. Zwei vielleicht noch, aber drei sind dann doch übel. Und dann in dieser Kombination. Keine Chance. Gronk, der Verstümmler, hat dich getötet. Er steigt auf. Kein Problem. Freue ich mich ja. Neue Orks, neue Jungs zum Rekrutieren. Muss ja eh hier die Verteidigung ausbauen. Der da oben ist ja wurscht. Die da drinnen. Den will ich haben. Was war da? Hier vorne war da, glaube ich, irgendwas. Oder? Nee. Ja, so schnell stirbt man. Manchmal vergesse ich, warum ich kämpfe. Nein. Vergiss niemals. Wir haben eine Aufgabe. Verliere dich nicht in Schlachten, wenn es einen Krieg zu gewinnen gilt. Wir gewinnen den Krieg schon. Denn ich habe unendlich viele Versuche, das ist ja das Schöne. Level 12, hat ja auch keine Chance. Ist die Informationen sind weg. Kein Problem. Ich will den, der mich gerade gekillt hat. Was hier unten wieder eine kurze Herausforderung gibt. Level 13. Also wenn da irgendeine Invasion ist, muss ich nichts befürchten. Eigentlich wollte ich Story machen, oder? Ich wollte ja Redback. Machen wir auch gleich. Das nehme ich aber das noch mit, diese Invasion unten von der Hand. Ich hätte mich aber nur still verhalten sollen. Ah, die sind blau, blau gehört mir. Blut!
Was ist das denn? Blut ist Blut. Blut ist Blut. Blut ist Blut. Musu-Blut. Musu-Blut ist so gut wie down. Er weiß es nur noch nicht. Weil der ist gerade mal Level 12. Nein, den nehmen wir nicht mit. Der sieht doof aus. Hat ihm nicht gefallen. Und eigener? Musu Blut down. Trotz Überfall platt gemacht. Schafft Platz für neue Jungs. Und davon braucht man ja eine Menge. Ja, Preußenhäuser, hast du geschrieben, dass ich auf das Level achten soll. Wie du siehst, ich bin ein bisschen weiter. So, vermisst. Wir starten die Mission. Mal gucken. Talion! Redneck braucht deine Hilfe! Waldläufer ist verschwunden! Wie verliert man einen Olak? Er wurde entführt! Ich fand diesen Toten bei seinem Fressnapf! Was sagt man noch gleich über die Überbringer von schlechten Nachrichten? Man sagt, der Überbringer muss sterben! Tja, das erklärt so einiges. Wie lautete die Botschaft? Er sagte, wenn du dein Haustier je wiedersehen willst, bring den schlagfressenden Grabwandler! Lass das! Du weißt, dass das eine Falle ist. Na klar, aber du schuldest mir was. Mir und Waldläufer. Vergiss nicht, wir haben Bruce für dich erledigt. Also, das habe ich etwas anders in Erinnerung. Ach, über Details lässt sich streiten, aber am Ende stehen wir doch zu dir. Was sollen die anderen Orks denken, wenn du nicht zu uns stehen willst? Er hat recht. Orks folgen den Starken. Wenn wir zulassen, dass unsere Soldaten attackiert werden, werten sie das als schwer. Vielleicht hast du recht. Hab ich? Ich meine, ja, hab ich. Los, komm schon, holen wir Waldläufer. Hol mal Waldläufer ab, los. Müssen wir ja retten. Standard-Ork. Du, wer hätt's gedacht? Wir arbeiten zusammen, wie in alten Zeiten. Ruhe, du verrätst uns noch. Wie in alten Zeiten. Bist du nämlich ein Assassiner? Der Anführer hasst es, wenn wir bei der Arbeit schlafen. Das ist der Treffpunkt, da soll man hin. Tja. Wir sind aber ein Waldläufer, deswegen kein Problem. Da ist er ja. Der glorreiche, helle Herrscher. Ich wusste, dass diese schmierige Ratte es schaffen würde, dich hierher zu bringen. Bruce, ich zeig dir schmierig. Was hast du mit Waldläufer gemacht? Halt die Schnauze. Das ist eine Sache zwischen mir und dem Grabwandler. Dann komm runter. Beenden wir's. Nicht so schnell. Das ist erst der Anfang. Erst werdet ihr leiden. Und wenn du oder diese schmierige Ratte dabei drauf geht, umso besser. Oh je. Falls nicht, Tür. Dann fängt der Spaß erst richtig an, nicht wahr? Ganz schön fies, der Bruce. So, ein Kranker konnte ich ausschalten. Da ist er. Zwei Cargo down. Anders weg. Nummer 2 ist weg. Da war es nur einer. Und der ist auch da. Sauber. Bleibt nur das Fußvolk. Das Fußvolk ist ja nicht das Problem. Mini-Orks. Wie
besiege die Angreifer. Alle tot eigentlich, alle Angreifer. Was seid ihr hinten jetzt hier noch dazu, was ich stark bezweifle? Ich weiß nicht, warum ich mit dir rede. Die zwei sind auch weg. Mission erledigt. Nee, doch nicht. Doch. Bruce! Komm zurück, du mieser Haufen Schlag! Er ist fort. Aber wir sehen ihn bestimmt wieder. Hoffentlich. Wir sind nämlich noch nicht fertig. Hör mir zu. Wir suchen Waldläufer. Und wir machen Bruce ein für alle Mal den Gar aus. Tja, ich werde hier nicht rumsitzen und abwarten. Ich durchforste jede Ecke Mord aus, welche ich ihn gefunden habe. Und wenn es soweit ist, erfährst du es als allererster. In Ordnung. Bruce ist erst der Anfang. Je mehr Macht wir erlangen, desto mehr werden uns herausfordern. Dann töten wir sie. Nein, wir müssen an ihm ein Exempel statuieren, sonst werden andere nachfolgen. Dann töten wir eben auch sie. Warum Hunderte töten, wenn es schon ausreicht, einen von ihnen zu brechen? Weil wir diesen Krieg gewinnen wollen. Hier geht's nicht um deine Machtspielchen. In Mordor ist das ein und dasselbe. Ja, irgendwo hat er ja recht, aber trotzdem. Bruce muss ausgeschalten werden. Hat Waldläufer gefangen. Wir haben zwar ein Level up, das ist gut. Fähigkeitspunkt. Ja, super. Ein bisschen Kleingeld. Naja, das ist relativ. Je länger Bruce lebt, desto mehr Orks schlagen sich auf seine Seite. Und das werden wir verhindern. Du hast recht. Wir müssen uns um ihn kümmern. Wir kümmern uns ja um Bruce, soweit es wie möglich. So, Auftrag. Bruce. Du musst Hauptmann deines Gefolges im Sheet-Ogul ohne Spion haben, um mir den Auftrag... Wo? In Kiris Ongul? Wo ist das denn? Du mal schnell reisen. Drei Hauptmänner braucht man da, sagen die. Ich glaube, die ganze Festung gehört mir da, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, diese Festung ist meiner. Da brauche ich also drei Hauptmänner. So ging. Damit es weitergeht mit Bruce. Ja, machen wir. Machen wir. Und 20 Minuten gehe ich dann ein bisschen arg spielen. Mit Steffen. Wollten wir gestern schon machen. So, ganz kurz gucken. Aber ich glaube, dass mir diese komplette Festung schon gehört. Nee, tut sie nicht. Aber alles rekrutierbar. Wunderbar. Na, freue ich mich doch. So, Fähigkeit noch freischalten. Wo haben wir noch keinen Zusatz? Nehmen wir hier das hier. Achso, Ausrüstung kann man auch mal ganz kurz durchgehen im Winter. Wir haben zumindest eine Rüstung. Nee, weiß, nee. Verkleid zerstört. Mütze. Verringer die Dauer von Gift. Nee, auch gleich weg. Weg damit. Das hier unten ist nicht mehr up to date. Level 26, 27. Alles nicht mehr up to date. Wenn sie up to date ist, brauche ich es nicht. Ein Ring. Naja. Bringt ja nichts. Ja, der helle Herrscher. Wenn man das mal hochbringen könnte. Wenn ich erstmal hochstufen könnte hier. Weil das ist nur Stufe 2. Ich meine, damit renne ich rum mit 300 Lebenspunkten. Hier habe ich 400. Hast du vorhin gesehen, die haben mich ja erschlagen mit 2-3 Schlägen. Wächter hier? Nein. Türmchen habe ich, das weiß ich. Habe ich alle Türmchen? Nein. Okay, hier war ich nur mal kurz zu Besuch, wie es aussieht. Okay, also hier brauchen wir drei Hauptmänner. Kein Problem. Da vorne ist einer. Noch besser. Stammeskonfrontation mit Banditen. Nehmen wir doch. So lustig. Ja.
Muss hier rein. Okay, ein Krauk. Ist erstmal die Warte wichtig für mich? Oder doch? Ausgewichen. Oh, hier soll das Ziel sein. Damit die erstmal Stress haben. So, und Mission starten. Gegen Hauptmann. Ein Banditenfürsten-Hauptmann. Menschen haben nur eine Platze, Mordor. Flache Gräben. Er ist aber episch. Schusssicher. Ich kann die rekrutieren. Der ist Level 32. Ich komme irgendwann zurück und dann wird dir das noch sehr leid tun. Er will sich zurückziehen, ist nicht. Verfolgen und... Er muss nur in den grünen Bereich kommen. Okay, den kriegt man nicht, den kriegt man nicht, den kriegt man nicht, den krieg ich nicht. Ein Angriff aus dem Nichts! Menschen! Ein kleines Rätsel! Was ist 1 plus 1 plus 1? Menschenblut! Noch einer! Du kannst mich brandmarken und vernarben! Doch den Schwarm stoppst du nicht! Hat mit er schon mal? Kommt immer wieder zurück zu dir! Du wirst befallen! Toll, den einen will ich rekrutieren, komm nicht ran, weil der abhaut. Wahrscheinlich was schmeißt. Also Elmi-Schuss werden benötigt. Immun gegen Hinrichten, na super. Entzündung durch Verletzung. Das weiß ich nicht, das ist echt übel. Außerdem, zwei sind ja vier in den, obwohl es noch zwei sind. So, angegiftet. Nochmal angiften. Jetzt zieh die Zeit für mich. Ich muss jetzt nur einen bestimmten Zeitrahmen überstehen. Sieh dir das an! Raus hier!
bestimmt gleich noch ein paar Pfeile, die ich nicht habe. So, der Unreine ist schon mal down. Konnte ich nicht rekrutieren, ist schade. Ich hoffe, den hier rekrutieren zu können. Was macht der? Was macht der? Was macht der? Oh, alle Lebenspunkte fast. Keine Chance! Keine Chance! Wusstest du, dass ich zurückkomme? Hast du dich schon darauf gefreut? Ach, verdammt. Er hat dich gekillt. Er hat mich gekillt. Und wieder einer mit Karten. Ich hasse das, wenn ich keine Chance habe. Jetzt ist er Level 33 und ich kann nicht fangen. Und er wird noch zum Haupthauptmann befördert. So eine Schweinebacke. Okay, wir brauchen 3 von denen. Um den nächsten Blutsauftrag zu machen. Wie das aber weitergeht, das mache ich in der nächsten Folge dann. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.